Vor langer Zeit traf ein mutiger Prinz ein wunderschönes Mädchen, das in einem Turm eingesperrt war. I'm glad that you were willing to do this, William. I'm happy to help, Rapunzel. Damit willkommen zurück zu Living Legends Beasts of Braemyn im Bonuskapitel. So, ich glaube, wir müssen erstmal mit ihm hier quatschen, ne? My friend, I met a mysterious girl named Rapunzel in the tower. She asked me for a favor. Mhm, habe ich gesehen. She gave me a casket full of dolls. We need to go to the ruins of the castle, find the magic water source and soak the dolls in it. Ja, okay. Don't look at me like that. And don't be so suspicious. She's a wonderful girl who just really likes dolls. What's the harm in helping her? Tja, wenn du wüsstest. Okay, gut. Hilf William, zur Schlossruine zu gelangen. Erstmal gucke ich, was hier so Sache ist. Aus dem Weg, Kumpel. Vielleicht geht er zur Seite, wenn ich ihm etwas zu essen gebe. Schön, wie ich die Tierwelt hier füttere. Kommen bald alle gar nicht mehr alleine klar. So, wir wimmeln, glaube ich, erstmal. Ah, Stechpalme, Grashüpfer, fünf Spinnen, Holz, Arm, Spiegelkrone, Sonne, Engel, Rabe, Säge, Hut und ein Bär. Hier haben wir schon mal ein Rabe. Hier ist eine Spinne, da ist eine Spinne. Hier haben wir, glaube ich, auch eine Spinne, da ist eine. Und eine fehlt mir noch. Wenn ich einen Griff hätte, könnte ich die Säge verwenden. Habe ich leider nicht. Sein Flügel ist fortgeflogen. Du meine Güte. Hier ist Krone. Haben wir die Säge. Da ist der Bär. Wo haben wir denn hier jetzt noch eine Spinne? Das ist ein Grashüpfer. Stechpalme. Ach so, warte mal, Sonne. Nee, das ist ein Mond. Hatte ich nicht irgendwo eine Sonne gesehen? Doch, da. Wollte ich doch sagen. Ein Holzarm. Hier, hast du deinen Flügel? Boah, ich glaube, die Spinne wird fies. Oder ich bin blind. Und die bleibt natürlich übrig. Ist ja klar. Komm, bitte, bitte, komm. Das ist die einzige Spinne, die ich je mochte. Bitte, bitte. Weiß gar nicht. Ich glaube, die kennt man halt gar nicht mehr. Ne? Kann ich gar nicht sagen. So, da ist er. Okay, wir haben eine Säge. Was ist das? Was ist das? Ein Glas. Das ist toll. Ach, Objekte können wir hier auch finden. Ach, du meine Güte. Okay. Mit etwas Hilfewirkung kann ich es aus dem Schlamm bekommen. Mit der Säge geht das aber wohl nicht. Hier ist ein Turm. Oder hier ist der Turm. Moskitoöl. Okay, ein paar Tropfen davon in einem Glas und deine Insektenprobleme sind vergessen. ja, wie mache ich denn das? Okay, Stock. Eine Hälfte fehlt. Mhm. Aber wie... Hä? Wie kriege ich das da rein? Ich dachte, vielleicht kann man das hier irgendwie hinstellen. Okay, gut. Da sind ja keine Moskitos. Ist ja völliger Quatsch. Okay, dann gehen wir mal weiter. Ja, guck mal, er ist auch wieder da. Ah. The boat isn't fit to sail. Why don't you fix it while I work out a route?
Ach so, machst du jetzt hier Arbeitsaufteilung, ja? Das ist ja reizend. Repariere das Boot. Ei, ei. Zu Befehl, hier, ich brauche euch. Und ihr seid bestimmt für den Frosch. Was ist das alles? Nun gut. Hier haben wir eine Kelle. Nee, das ist eine Gehstockhälfte. Aber vielleicht können wir trotzdem damit ran. Zieh! Ist das ein Gewicht? Gewicht. In der Tat. In der Tat. So, wo haben wir denn hier noch? Haben wir hier irgendwo einen Gegenstand? Ja, da. Da steckt etwas drin. Nein, wirklich. Hier haben wir noch ein Brett. Das ist bestimmt für das Boot hier, die Bretter. Ein undichtes Boot wird nicht weit bringen. Nee, das ist wohl richtig. Achso, warte mal, vielleicht. Gewicht auch noch? Nein. Ah. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte die Nägel haben. Great job. But I'm a bit stuck with the map. Can you take a look? Oh, Freund, das ist eine ganz schlechte Idee. Finde eine Route zum dunklen Feld. Tippe auf die Kompasspfeile und dann auf den Startknopf. Ja, ich weiß schon, ich kenne solche Rätsel schon. Felder mit einem Pfeil bewegen das Boot ein Feld weiter in die angezeigte Richtung. Ach so, okay. Also muss ich quasi. Das wäre dann ja ein hier. Ein, zwei, drei. Eins, dann eins runter. Ich komme bei solchen Sachen immer so ein bisschen. Dann stehe ich hier, ne? Wenn ich das so mache, er schiebt die automatisch weiter, hat er gesagt, steht hier, ne? Warte mal, ein so, dann die beiden, dann schiebt der automatisch weiter. Oh. Dann ein hier rüber, ein runter, ein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich weiß es auch nicht. Ich versuche es einfach. Warum ist er denn daran kaputt gegangen? Ja, man kann es auch nicht mehr nachvollziehen, ne? Der Anfang sah aber gut aus. Machen wir hier zwei. Das ist doch doof, du musst halt eine Reihenfolge. Ich mag solche Rätsel nicht so gerne. Machen. Also einmal komplett so eine Dings. Du kannst jetzt nicht zum Beispiel nur bis hier und dann schauen, ob das geht. Naja, ist ja auch wurscht. So, ein hier, zwei hier, ein schiebt da weiter. Dann stehe ich hier. Dann muss ich noch einen nach hier, einen nach unten. Zwei weiter. Einen nach oben, einen nach hier, einen nach da. Nicht? Habe ich das eben auch so gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Muss ich nicht da oben ins Loch rein? Doch zum dunklen Feld, hä? Was? Das verstehe ich jetzt aber nicht. 0,2 hoch hier.
Nummer 1 zur Seite, 1 runter. So, dann fährst du 2 nach hier. Der schiebt automatisch, dann fahre ich einen hoch. Ein hoch, genau. Dann einmal nach hier. Und einmal nach oben. Warum ist das denn nicht richtig? Ne, der fährt da nicht rein. In welches Feld soll ich denn sonst fahren? Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Ich versuche mal eine andere Richtung. Oder eine andere Route. Hierüber kann ich ja nicht, weil dann schiebt er mich ja automatisch dagegen, ne? Deswegen versuche ich das hier. So, ein nach hier. 1, 2. Eins schiebt er mich weiter. Warte. 1. Dann schiebt er mich weiter, dann bin ich hier. Zwei. Dann schiebt er mich weiter. 1, 2. Dann 3. Bitte hier. Aber das geht doch gar nicht. Guck mal, das ist doch schon voll. Was mache ich denn falsch? Ich mach mal eben. Ich bin jetzt sowieso durcheinander. Holen hier. Nein, ich glaube, ich weiß meinen Fehler. Ich habe nicht aufgepasst. Eins schiebt er mich weiter. 1 nach hier. 1 nach unten. 1, 2. Hoch. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Ja, natürlich. Ich habe einen Pfeil vergessen zum Schluss. Ich habe das Feld gar nicht mitgezählt. Okay, alles klar. Ich habe mich schon gewundert, warum soll das nicht gehen? Finde einen Weg zur Ruine. Ach, muss ich erst wieder mit dir reden, bevor ich was anfange. We're almost there. Let's look around. Das hatte ich eigentlich vor. Wieso wird mir das gezeigt? Um so kurz zu machen, was? Um es kurz zu machen, ich benötige ein Messer. Ja, das ist schön. Aber das ist kein Messer, das ist eine Schaufel. Hier haben wir etwas. Da ist was im Wasser. Das geht nicht. Was habe ich hier eigentlich? Bronzenes Ahornblatt. Hi! Na? Wie kann ich dich davon überzeugen, mich einen Blick auf deine Schätze werfen zu lassen? Hm? Willst du Nüsse? Du willst Nüsse. Klar willst du Nüsse. Okay. Oh, das sieht rätselhaft aus. Bevor ich hier weiter gucke, wo haben wir denn hier noch? Da ist ein Gegenstand. Eine Fischfigur. Ach du Heilige. Setze das Bild wieder zusammen. Tippe auf eine Kachel, um das angezeigte Bild zu verändern. Ich richte mich mal. Ich mache einfach mal, weil sonst... Ich brauche einen Anhaltspunkt.
Weiß nicht, ist das richtig? Da war eben noch eine zweite Schnauze zu sehen. Hier. Okay. Dann können wir da rein. Und wir haben... Wir holen uns erstmal was. Oha, die sehen aber nicht mehr lecker aus. Ich brauche einen Korkenzieher. Habe ich nicht. Glaube ich zumindest. Ich habe irgendwelche komischen Fischfiguren. Mit einem Mondemblem kann ich dieses Kästchen öffnen. Da ist etwas unter den Ranken. Ein Lilienemblem. Ich brauche aber viele Embleme. Okay. Nein. Wie schmutzig. Nein, sowas. Ich glaube nicht, dass die ganze Gruppe hier ist. Ahornblatt. Gott, ich weiß überhaupt nicht. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Guten Morgen, dessen. Hier. Sehr schön. Ich brauche aber auch noch mal eben. Genau, die Nüsse. Katzenemblem. Noch ein Katzenemblem. Da! Alles kleine Kätzis. Okay. Was hält denn die Statue da? Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch ein Objekt. Hier können wir wimmeln. Machen wir eben noch. Oh. Okay. Hier haben wir den. Dann brauchen wir noch einen Frosch. Und ein Hut oder sowas. Ein Handschuh. Muss ja gestehen. Die klassischen gefallen mir ja eher. Wobei das hier in den neueren Wimmelbildspielen doch eher vorkommt, ne? Also es ist mir zumindest mal so aufgefallen. Oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Es kommt vielleicht auf den Entwickler drauf an. Ein Kleeblatt. Wo haben wir denn? Haben wir hier. Was soll das sein? Eine Muschel. Ach, siehst du, da steht hier ja sogar. Kastanienpfeife und ein Stiefel. Okay. Hier haben wir eine Pfeife. Was war das noch? Eine Muschel war das. Muschel. Und wo haben wir hier einen Stiefel? Ich sehe ihn nicht. Ich bin blind. Nein, Gott sei Dank bin ich es nicht. Okay. Nein, das hat damit aber auch nichts zu tun. Ein Staubwedel.
Ich sag das so, Gott sei Dank bin ich's nicht. Solche Leute haben erstaunliche Fähigkeiten. Das ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen. Ein Geheimfach auf dem Boden des Kamins. Aber natürlich ist es abgeschlossen. Ich suche nach den Schätzen der alten Könige und Königin. Ob man die Statue wohl aus dem See ziehen kann? Das weiß ich auch nicht. Das war hier oben. Nee, das ist eine Flosse. Nochmal? Okay, wir setzen das hier noch ein. Ah. What the fuck? Da ist ein Kätzchen. Ein Rosenemblem habe ich leider gerade noch nicht. Ah, okay. Das zuerst. Setzen wir noch ein und dann beende ich auch erstmal den Part. Okay, bilde einen Kreis aus dem Band, wähle eine Figur aus, um sie zu drehen. Dabei können sich auch andere Figuren bewegen. Ja, sowas habe ich mir schon gedacht. Sowas habe ich mir schon gedacht. Und pff, fertig. Okay, wunderbar. Alles klar, ich beende hier. Tschüssi.